Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Season von Fall Guys. Wir sind endlich hier in Season SS4 oder so heißt die, auf jeden Fall. Die Season, wo wir endlich eigene Level bauen können. Ich habe da schon ein Video zu gemacht. Das war aber jetzt schon, ist es ein bisschen outdated, weil die haben jetzt schon einige Sachen gefixt. Einige Probleme, die ich vor allem mit der Steuerung hatte. Und ja, wir schauen uns das jetzt mal ganz an. Wir werden gleich mit Mützi ein paar neue Runden gehen. Und ich sehe jetzt schon im Menü, dass wir unten bei Spielen erstmal, es gibt keine Schauauswahl mehr. Du musst einfach auf Spielen drücken und dann kannst du eine Schau auswählen. Also kannst du dich nicht mehr für mehrere Sachen einqueuen. Okay, ist also sowieso nicht so wichtig, aber ja. Creator-Runden. Sind das die Creator-Runden, die gerade am populärsten sind oder so? Weil die sehen auf jeden Fall alle, ja, nicht noobig aus, so wie meins. Die Icons sind auf jeden Fall alle neu. Creator-Rundenliste. Aber wahrscheinlich ausgewählte Level von den Devs, oder? Finale Marathon, Trupp, Duo, Solo. Ja, wir werden wahrscheinlich Duo spielen. Was ist denn individuelle Shows? Ah, da kann man für, ist glaube ich so für Twitch-Streamer und so, dass man da eigene Runden machen kann. Okay. Wir haben den neuen Season Pass. Soweit ich weiß, wurde in der Ankündigung gesagt, es wird drei kleinere Season Pass ab jetzt geben. Also nicht einen großen bis Level 100, sondern drei kleinere bis, weiß noch nicht welches Level, das sollen wir jetzt anschauen. Genau, Ruhm Pass 1. 600, ich glaube normalerweise kostet das irgendwie 1200 oder sowas. Weiß gar nicht genau, wie viel es kostet. 800 vielleicht mehr. Ja, was haben wir denn anders? Wir haben hier Hello Kitty. Ist ganz nett. Auch ganz nett. So ein SNES-Controller, super. Wir haben hier die Pixeltaube. Die ist cool. Jetzt brauchen wir noch einen Link-Skin für diesen Taunt. Und das, das ist cool, das gefällt mir. Wie sieht die Rückseite aus? Also Controller, okay. Wir haben hier eine. I am a computer. I'm a computery guy. Das ist super cool. Stick rütteln. Okay, ich muss ehrlich sagen, mir gefällt sehr dieser Season Pass. Gefällt mir wirklich sehr. Wir haben hier den Polybean. Auch sehr nice. Ich mag ja diese pinke Bohne nur mit ganz vielen verschiedenen Änderungen. Zum Beispiel, er ist riesig, er ist dick, er ist virtuell. Ich mag sowas. Keine Ahnung. Ist einfach lustig. Okay. Oh, das ist ein richtig cooler Skin. Mit diesem Rock und mit dieser Jacke vor allem. Die Jacke ist sick. Das ist irgendein Hello Kitty Charakter, den ich nicht kenne. Wir sind schon übrigens über Level 30. Und, Ausglitscher. Oh, das ist cool. Nice. Ah, okay, ich kann auch ranzoomen. Okay, sorry. Oh mein Gott, Fall Guys Punkt Exe. Oh nein! Oh, schmeißen wir doch dann wieder zurück. Nein, warum? Warum tust du mir das an, Spiel? Okay, wir haben hier noch die Technologiebohne. Ist ganz nett. Und Level 40. Also nicht Level 50, nicht Level 30, Level 40. Habe ich beide Male falsch geraten. Man kann aber noch bis Level 50 machen für die Digitaube. Oder auch bis Level 70 für, ja, den hier. Ja, geht denn das bis Level 100? Oder drüber? Level 90 ist die Cyberbohne und Level 120. Okay. Drahtgitter-Polybohne. Ja, okay. Ich werde wahrscheinlich bis Level 40 machen. Den Season Pass kaufe ich mir auf jeden Fall. Ach ja, und mein Tipp übrigens, falls ihr euch hier Showbugs holen wollt, meine Empfehlung ist immer diese Angebote, die hier dran sind, zu kaufen. Vor allem, wenn euch die Skins gefallen. Sagen wir mal hier zum Beispiel, mir gefallen hier sehr die Arcade-Klassiker-Skins. Ich kriege 1000 Showbugs für 10 Euro. Normalerweise kriegt man für 1000 Showbugs, also 8 Euro 1000 Showbugs. Das heißt, ich zahle nur 2 Euro und kriege für 2 Euro die Skins. Ansonsten, die Dinger hier, es wären eigentlich 2, aber bei mir ist jetzt schon 1, weil ich einen schon gekauft habe. 4 Euro für 600. Und das Doppelte, also 8 Euro für 1000. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr davon beide kauft, 120, 1200 meine ich. Und hier nur 1000, also ja. Nur so ein kleiner Tipp. So, der Season Pass wird sich gegönnt. Jungs! Hast du dir die Skins schon angeschaut? Ja, habe ich gerade gemacht. Ich finde diesen Computer richtig cool. I'm a computer. Ruhm Pass freigeschaltet. Oh, coole Animation. Habe ich noch nie gesehen, weil ich noch nie Season Pass gekauft habe, glaube ich. Ich habe Hello Kitty bekommen. Oh mein Gott. So, wer mit sie reinjoint, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, bei Creative Mode, wenn man
da Probleme mit der Steuerung, so wie ich es hatte. Mittlerweile kann man jetzt einfach in die Options gehen oder Controller und Tastatur einfach mal alles resetten und dann hat es bei mir geklappt. Einfach mal was resetten und dann funktioniert es alles, wie es sollte. Ja, das habe ich halt auch gemacht, weil du meinst ja, du hattest da irgendwelche Probleme und bei mir haben die Keybinds dann halt auch nicht gestimmt. Und dann habe ich einfach mal die Steuerung resettet und dann hat eigentlich alles geklappt. Ja, wie viele neue Level gibt es hier? Und was, wie wählen du es aus, ne? Ja. Ja, okay. Nee, ich würde sagen, wir machen Creator-Rundenliste 1. Oh. Weil da sind die ganzen neuen Level dabei. Aber sind das nicht irgendwelche ausgesuchten Level von den Devs? Nee, das sind jetzt halt die neuen, die diese halt diese Runde, diese Season halt neu sind. Die wurden ja auch alle in diesem Level-Maker-Dingens da gemacht. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Und es gibt ja jetzt gibt es ja erstmal 20 neue, was schon super viel ist. Ja, vor allem deren Lösung dazu, dass sie nichts entvolten wollen. Wir machen einfach komplett neue Level, ganz viele. Ja, das kann ich halt auch überhaupt nicht verstehen. Nee. So. Ach, und was auch neu ist, Runden sind jetzt nur noch 40 Spieler groß. Warum? Wahrscheinlich Performance auf der Switch. Und weil 60 nicht mehr so schnell gesammelt wird wie 40. Kann auch sein, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Guck, wir sind jetzt wieder Stuck bei 39. Man kennt ihn. Aber die wollen ja tatsächlich über die Season insgesamt 50 Level raushauen. Ja, das habe ich auch gehört. Wow. Junge, also, wie viel wollen sie denn da machen? Airborne Antic. So, wenn die denn das... Okay, da steht immer das Gleiche. Okay, gut, das muss ich mal vorlesen. Fall Guys Team. So, ach, das ist der Accountname. Gleich mal auf Steam adden. Aber ich mag das Artwork, das sieht cool aus. Ich muss mal irgendwann mein richtiges Level bauen. Oh, hä? Oh, coole Animation. Hä? Es geht direkt los. Das war mega scuffed, mega weird. Also das ist vom offiziellen Fall Guys Team, das Level. Ja. Okay, ich sehe auf jeden Fall sehr viele Windmühlen, alles. Komme ich hier lang? Los, Hello Kitty, zeig mir den Weg. Aber das finde ich richtig cool, was man machen kann. Das will ich auch in mein Level einbauen. Dass man da viele verschiedene Wege machen kann. Das ist halt so diese Replayability einfach. Ich habe ja auch schon ein Level gebaut. Und das Level basiert halt einfach darauf, dass es halt zwei verschiedene Wege gibt. Nice. Die halt komplett unterschiedlich sind. Undertale. Just mit sie ist schon durch. Wie wär's, wenn du auf mich wartest, Mann? Das sollen hier quasi so Airships darstellen, glaube ich. Oh, du hast recht. Ja, lol. Jetzt sehe ich's auch. Cool, bisschen designtechnisch gearbeitet. Okay, das ist echt cooles Level. Ja. Ich wäre sogar noch mehr impressed, wenn das einfach nur ein User-Level wäre. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass halt... Also, es ist höchstwahrscheinlich so. Eigentlich ziemlich sicher. Dass das Fall Guys Team natürlich eine Version von dem Creator hat, der halt jetzt nicht so limited ist. Ja, das kann auch sein. Ich kann mir vorstellen, also ich bin mir sehr sicher, dass der Creator mit der Zeit immer besser wird. Nicht nur, weil die neue Modi und neue Styles hinzufügen, sondern am wichtigsten, weil sie neue Objekte hinzufügen. Ja, also ich hoffe es auf jeden Fall. Es gibt ja Leute, die sind ein bisschen pessimistisch, was das angeht. Vor allem wegen Epic Games. Fortnite hat ja auch so einen Creative Mode. Oh. Die haben bis heute da das Budget nicht erhöht. Das ist da immer noch auf 100k gelockt. Echt? Ja. Los, Silver Gunner, du schaffst es. Ich setz alles auf Silver Gunner. Wo ist er, warte? Ja, ist er. Er hat's geschafft. Ja! Jetzt kann er weitere Rips machen von Fall Guys. Oh Leute, da bin ich! Da, das Weiße, das bin ich! Genau, da bin ich! Das ist aber komplett anders designt jetzt, ne? Mama, guck mal, ich bin im Fernsehen! Das sieht etwas anders aus als vorher, das hat man sofort gemerkt. Ja. Und? Weil es sind halt weniger Plätze. Und es fallen sofort die Leute raus. Du musst erstmal warten, bis du diese Trommelwirbel erstmal verändert ist. Ne, die waren sofort raus. Haben die einfach von Stumble Guys geklaut, Mann! Ja, allgemein sollen sie ja auch die ganzen Animationen ein bisschen gekürzt haben, weil das wird ja immer sehr krass kritisiert, dass du immer zwischen den halt Gameplay-Passagen immer so lange wartest. Ja, guck mal hier, die ganzen alten Maps, die wir nicht spielen können. Und dann kommt irgendein random User-Level. Digi-Track! Digi.
Ich mag Digi. Ich mag Digi auch. Man spielt ja als ihren Boyfriend, wenn man ein Level baut und das testet. Man kann es übrigens testen. Sehr nützlich. Ja. Ja. Das mit dem Testen hat bei mir auch... Mein Spiel ist gecrashed. Nee. Mein Spiel ist aus. Ich höre die Musik noch, aber... Das ist mir gestern auch passiert beim Bauen. Fall Guys Client ist im Hintergrund noch an, aber ich höre nur die Musik. Dann habe ich 15 Minuten Fortschritt verloren. Spielst du gerade alleine? Ich bin immer noch im Ladebildschirm. Ich auch, also ich höre nur die Ladebildschirmmusik. Warten auf Spieler. Passiert da noch was? Hallo? Hä? Was ist jetzt los? Das lädt nicht. Ich höre immer noch die Musik. Ja, wir sind hier in diesem Bildschirm stuck. Ah, gute Arbeit, Mike. Jetzt müssen 40 Leute oder so warten hier. Wir starten. Oh Mann. Ja, passiert hier jetzt auch noch was so? Alter! Soll ich mein Spiel mal ausmachen, gucken, ob das dann lädt? Okay. Mach mal lieber, mach mal. Okay, mein Spiel ist jetzt aus. Jetzt die Sache ist, bis das nicht lädt, kann ich ja auch die Runde nicht verlassen, so. Ich bin ja stuck hier. Boah, best game. Es hat jetzt wirklich geladen. Als ob. Der Demo. Ei. Ich könnte auch Hallöchen Katze spielen. Komm, ich spiel mal Hallöchen Katze erstmal. Weißt du, das einzige Gute an diesem Hello Kitty Skin ist einfach diese süße Stupsnase. Das ist das einzige Gute. Nochmal Creator Runden? Ja. Alright. So, dieses Mal bitte hoffentlich ohne Crash. Bandicoot. Wow! Wow! Crash ist abgestürzt. Cube Corruption. Oh mein Gott, die Corruption. Ach. Guck mal, die Folge, die dir da hin zeigen. Das ist so ein Meme-Template einfach. Kenny? Alter, hör dir die Scheiße! Verlust das Spiel! Oh, alles los, ah. Ja, weißt du, die Ladezeit, die du eigentlich hättest, während der Kurs gezeigt wird, die hat man jetzt während das... Oh, ich hab den Boden nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Ah, jetzt seh ich's auch, Junge. Verloren, Alter. Okay, ich nehm den Bouncy Boy. Wieso ist er so riesig? Kann man die größer stellen? Ja. Bei mir hat's irgendwie nicht geklappt, aber vielleicht habe ich auch einfach nicht herausgefunden, wie es geht. Weil es wird einem nichts erklärt im Stage-Builder. Guck mal das, was ist das hier für ein Deko-Objekt? Dieser Cube, der so schwebt, den hat man nicht. Oder? Doch, hat man den? Das ist wahrscheinlich einfach nur Boden. Ach, ich glaube, den gibt es nur im Retro-Look. Entweder das oder es ist halt einfach nur Boden, den sie so... Ich habe einen Original mir richtig angeschaut, den Retro-Look nur ganz kurz. Wee! Ich hatte jetzt nicht so viele Probleme mit dem Stage-Bilder, man muss sich halt erstmal dran gewöhnen, aber dann geht's eigentlich. Ich find's halt ein bisschen schade, dass das Limit so niedrig ist, nur 1000, ja. So. Ich meine, du merkst ja, wie schnell wir durch sind mit den Leveln. Ja, das stimmt schon. Und ich musste halt, als ich mein Level gebaut habe, musste ich dann auch noch einige Sachen entfernen, damit's halt passt, damit ich noch zu Ende bauen kann. Ich glaube, ich sollte mal das streamen, oder? Wie ich so ein Level baue. Auf Twitch? Ja, das wäre, glaube ich, ganz cool. Schon eine gute Idee, ja. Lol, wie der aussieht. Das ist doch dieses Meme. Fink, Mr. Irgendwas. Fink. Ach so, ja. Omni-Man. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich kenne dieses Meme. Das ist irgend so ein Anime. Ich kenne den aber auch nicht. Ah, der ist super beliebt. Los, Omni-Man, du schaffst das. Ja, ist ein bisschen in Ordnung. Ist halt sehr viel Deko statt Gameplay. Ja, schon. Fink, Omni-Man, Fink! Er schafft's nicht mehr! Nein! Er hat nicht. So schwer ist das jetzt auch nicht. Bitte, Omni-Man, versuch nachzudenken. Ja. Beans Ahoy! Ahoy! Das ist wie Chips Ahoy, diese Kekse. Oh, das wäre cool, so ein Level mit auf einem Schiff. Oh, wenn wir bald mal so einen Modus haben, wie dieses Surfbrett, wo du draufstehen bleibst und dann geht das automatisch weiter. Ne, weißt du, was ich meine? Ja. Dieses Hoverboard.
So ein Level aber mit einem Seeschiff oder sowas. So ein fliegendes Schiff. Fliegender Holländer! Oh mein Gott. Das wäre schon cool. Das wäre eine coole Idee. Leute, wenn ihr meine Ideen benutzt, ja, dann bitte crediten. Und mir natürlich das Geld da lassen, danke. Oh, 80% Time Save. Oh, oh. Ich bin sehr fasziniert, wie da nicht alle hingefallen sind. Wie bei diesem Season 1 Level, wo immer alle hinfallen. Ja, das stimmt. Da bin ich schon echt erstaunt. Alter, das Level hier ist schon ziemlich groß. Stimmt. Schon größer als die meisten. Es sind sehr viele Hello Kitties. Junge, die sehen irgendwie aus wie Ragdolls, wenn die so, fliegen. in welche Richtung geht denn der Boden? Geht zurück. Okay, das sehe ich gar nicht wirklich. Hier sind so viele Pfeile, die nach vorne und viele, die nach hinten gehen, also. so gestolpert ins Ziel. Für Schleimkraxler spielen. Können wir Schleimkraxler haben? Nee, Gentle Gauntlet. Matto, Matto, Gentle Gauntlet. Ich hab keine Ahnung. Ach Mike, übrigens, man kann in dem Spiel hier kein Automatik-Level bauen, weil man kann an der Startlinie nichts platzieren. Dann kannst du aber ein Drücke, halte nach vorne gedrückt Level machen. Theoretisch ja. Überall so die Bananen, die so rüberfliegen, die treffe ich ganz knapp nicht. Oh, cooles Level! Oh! Okay. Was war das denn jetzt? Die wollten uns nur die schöne Wiese zeigen. Ist aber auch voll riesig, das Level, oder? Ja. I like it aber. Was? Imagine, du kannst das skippen, das wäre krass. Achso, hier muss man springen, okay. Hab mich zu grabben! Scout! Scout! Come in circles around you! Ja, okay, ein bisschen leer ist das aber. Da hätte man ein bisschen mehr Hindernis machen können. Also ein Rundumlauf wäre aber auch noch ziemlich cool, wenn wir diesen Modus bekommen würden. Oder? Ja, also man kann es ja theoretisch bauen mit einer Runde halt. Ja, richtig. Aber wäre cool, wenn man das auch so als Modus kriegt mit Runden. Irgendwie mag ich den Hello Kitty Skin, ich weiß auch nicht. Der sieht so kuschelig aus. Wie so ein Plüschtier oder so. Ufuhaft aus. Nein! Och, Miyako. Aber... Spaß. Willst du schaffst es für mich. Ich werde jetzt meine faule Konzentration in diese Runde. Deine faule Konzentration, okay. Meine faule Konzentration. Uphill-Struggle. Ich habe gerade Uphill gelesen. Los, du schaffst das. Ah. Das ist das Finale. Ach so, schwindelnde Höhen. Das ist einfach Bergspitze, nur mit Kreiseln. Stell dir vor, die Finalrunde ist einfach so, ja, der Erste, der springt, hat gewonnen. Safe gibt es Leute, die sowas bauen würden, wenn es Finale als Kategorie gibt. Oh. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, in diesem Video werde ich euch nicht alle 20 neuen Level zeigen, weil die meisten von denen sehen halt einfach aus wie User-Level und... Die haben halt alle nicht so viel Style. Weißt du, was ich meine? Wow, sehr spannend. Immer 20 mal das gleiche copy-pasted. Ich meine, so kann man sich auch Arbeit sparen. Los mit C! Los, los, los mit C! Oh, nein, nein, nein. Oh, Firewall-Finale. Oh, durch die Firewall. Wir hacken uns durch. Oh mein Gott. So sieht die Firewall also aus. Also, in der Runde passt schon mal. Ist irgendwie nur diesen einen Soundtrack, oder? Ist das der einzige? Ich habe bisher nur diese Musik gehört. Okay. Ist das wie die alte Season 4 damals, dass es nur einen Soundtrack gibt zum Anfang. Aber der Sound war gut bei Season 4. Dari, du dab dab di dari. Da haben die auch gesungen, ne? Am Anfang. Ja, du bist schwach. Ich guck mal jemand anderen zu, der es schafft hier. Der auf jeden Fall. Wem trau ich's zu? Hier, dem Tintenfischmann, der schafft's. Das ist auf jeden Fall schon ganz nett gemacht, das Design hier. Ist alles super basic, nur alles gar keine Texturen, nur so farbig und Shading nur so ein bisschen. Ist aber trotzdem ganz nett. Also ich meine, guck mal, auf Bergspitze gibt's auch keine Checkpoints, aber da kann man halt nicht runterfallen. Ja, was erwartest du? Was soll denn da unten bitte sein?
Wie sollen die das denn bitte bauen? Ja, und durch. Keine Ahnung, vielleicht einfach Checkpoints machen. Wieso bin ich schon Level 2? Und hab gar keinen. Und hab kaum Belohnung bekommen. Hä? Was ist da passiert? Okay, wir wechseln jetzt die Show. Also man kann hier doch wechseln, die Show. Oh, jetzt nicht mehr? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Mützi meinte, weil das ein bisschen langweilig wäre, wenn wir es einfach nur ganz normal spielen, zeigen wir euch noch hier die brandheißen Creator-Modi. Da haben wir einmal Blinkerblaster-Probe. Oh Gott. Mouthful. Blinkerblaster. Blinkerblaster. Blinkerbuckam. Blinkerbuckam. So, ich meine, klar, in den alten Seasons, da gab es ja maximal 5 bis 7 neue Spiele. Da kann man die halt auch alle mal eben zeigen. Mhm. Aber 20 Spiele neue zu zeigen. Wieso steht jetzt Boomblaster-Trial? Das wird halt auch ein bisschen den Rahmen des Videos sprengen. Wieso wurde das übersetzt vorhin? Vielleicht soll es ja eigentlich übersetzt sein, nur dass es Tieren war. 800.000 Mal gespielt! Ja, krass. Voll geil, Team. Brau, brau, brau. So, mal gucken, ob es die gleiche Musik ist. Ja. Es gibt nur diesen einen Soundtrack gefühlt. Ich hab das gerade mit dem Blaster nicht verstanden. Ach so, der macht nur manchmal. Ja, die aktivieren sich halt nach einer. Aber das ist ein neues Objekt, das kenne ich nicht. Ja, die sind neu. Okay, deshalb habe ich das auch gerade nicht gecheckt. Bleib oben, Ey, das ist ein Hammer! Junge, ich komm nicht vorwärts. Nein, nein! Ah! Und man kriegt hier ja nichts für, oder? Oder ist es die ganze Zeit das gleiche Level? Was ist das hier für eine Show? Na, das ist einfach nur, dass du das Level aus... Junge, das ist... Scheiße. Du musst ja übel... Oh, ich hab's auch geschafft, Mitzi! Nice. Oh Gott. Oh nein, nein. What the... Oh, ich bin so froh, dass da ein Checkpoint ist. Sonst wäre ich jetzt ausgerastet. Aber ich glaube, ich hätte doch bleiben sollen beim Retro-Look, weil ich ein Level, als ich ein Level gebaut habe. Weil der ist doch cooler. Ja, ich mag den Season 1-Look mehr. Alter. Ich mag beide Looks halt. Ich finde jetzt keins davon besser. Ich meine, nur die Objekte sind hier interessanter. Du bist am Struggeln. Alter, ich aber auch! Junge, diese scheiß Laufbänder sind so kacke, die sind viel zu schnell. Ja, die sind wirklich zu schnell. Wenn du da einmal drauf landest, hast du schon verloren. Ja, ich bin weitergekommen! Nein, nein! Oh! Selbst wenn du springst, kommst du nicht vorwärts. Nein! Aber solche Level habe ich erwartet bei Fall Guys mit diesem Stage-Bilder. So schwierige Parcours. Nicht so was Normales, was man so normalerweise in einer Show sehen würde, sondern wirklich so Challenges. Ja. And that's what I like. Oh. You like to see it. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Komm schon. Please. Please. Nein. 40 Sekunden. Glaubst du, ich schaff das noch? Es hat keiner geschafft bisher. Oh, ich bin weitergekommen. Höh. Höh. Nein. Ja. Das ist das Ziel. Nein, nein. Wo mache ich weiter? Alter, von hier alles neu machen, das schaffe ich nicht. Oh Gott, Junge, ich hasse das, Alter. Die Laufbänder sind wirklich viel zu schnell. Ja, wenn du halt einmal drauf bist, du kommst halt nicht voran. Selbst wenn du springst, bleibst du nur auf der Stelle. Ja, und dann die Hämmer auch noch. Ich will es nochmal versuchen. Beenden. Das hat keiner geschafft. Nein, dann hätte ich da bleiben müssen. Ich hätte gerne gesehen, wie alle rausgeflogen werden. Oh, schade. Okay, erneut. Irgendwie ist wieder das Spiel abgestürzt. Also in der Zeit kann ich ja kurz mal einen Tee aufsetzen, oder? Ja, eigentlich kann man sich auch ein Sandwich machen in der Zeit. Ah, wieder Tonic, please fix your game. Ich geh mal kurz auf Toilette, ne? Okay, mach das. Bis gleich. Hey, jetzt geht's los, genau jetzt geht's los. Es geht los! Ich wäre jetzt wirklich auf Toilette gegangen. Okay. I'm taking a piss later. Wir versuchen es erneut. Aber ich skippe vor bis zur Stelle, wo ich vorhin war. Den Rest kennen wir ja schon. Oh, es läuft ziemlich gut aus mit mir. Es läuft... Ah! Aber das sind ja... Ich sehe es aber eher so als Challenge-Runden an. Ja. Und ich mag das. Ich mag einfach die Idee.
Ah, das ist so ein richtiges Schützer-Level. Ich würde auf jeden Fall auch so Challenge-Level machen. Ich glaube, das ist am coolsten. Das ist halt nicht so, ja, okay, nach einer halben Minute hast du das Level schon durch von mir. Sondern du sitzt da halt vielleicht so 20 Minuten an dem Level, weil das halt so schwer ist. Okay, 10 Minuten, nicht 20 Minuten. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich glaube, es ist einfacher, wenn du von dem linken Trampolin schon direkt rüber gehst. Also sich links hältst am Anfang. Ich glaube, das funktioniert besser. Ja, das tut's auch. Viel besser. Nein, er hat nicht festgehalten. Ja, ich hab's auch geschafft. Checkpoint. Damit du wirklich bis mit Ziel, wenn du es geschafft hast, krieg ich direkt einen Checkpoint. Aber wir haben nur noch eine Minute, das hier. Boah, Alter! Junge, das ist halt so schlechtes Level-Design. Die Stelle. Das ist halt einfach ein Spitzer-Level. Ach, du hast es auch geschafft, Mitzi. Ja, ich bin gesprungen, also ich bin halt draufgeladen und bin gesprungen, während es explodiert ist. Hallo, warum macht das nicht? Wir spielen ein anderes Level. Digitaler Kreislauf. Ja, Kreislauf krieg ich auf jeden Fall. Okay, ich geh mal kurz auf Toilette, ne? Okay. Bis gleich. Boah, voll cool, Miatonic hat einfach Toilettenpausen eingebaut. Okay. Aber ich habe mich auch beeilt, gebe ich zu. Hast du dir überhaupt die Hände gewaschen? Ich hoffe. Ja, aber Okay. Wo ist jetzt die Challenge? Ja, einfach schaffen. Ja, Mirkus, muss ich mir eine Challenge sehen? Schnauze, wer auch immer das gesagt hat. Mirkus nimmt seine Pillen nicht mehr. damit er putzt. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Wer hat das gesagt? Wer zum Teufel war das? Wer zum Teufel war das? Who in the diddly dawn said that? Das ist aber ein extrem langes Level, ne? Ja. Dafür, dass es in diesem Stage-Builder-Modus gemacht wurde, ist es echt lange. Aber nicht hart. Aber vielleicht hast du ja die Technik. Okay, ich lasse es, sorry. Ey! Das habe ich verdient. Tiger. Da bin ich! Da, die Krone! Die Krone! Die Krone! Tja, da muss ich wohl noch mehr Hater gamen. Auf mir selbst. Weil ich bin die Arcade-Maschine. Was denken sich eigentlich die Fallgeist-Bohnen, wenn sie sich solche Kostüme anziehen? Wollen die bespielt werden? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Die denken sich einfach, das sieht cool aus. Ah. Mützi! Er versucht an meinen Knöpfen ranzukommen! Oh nein! Oh nein! Schnell, Pixelherzen! Uwu, Herzchen. Irgendwer wird hier sicherlich super viel Pixelart machen. Es gibt immer diese Leute. Der grüne Spider-Man fässt sich an. Ich stelle mir gerade so ein Level vor, das ist einfach nur ein ganz normaler Geradeausweg. Also wirklich nur eine gerade Linie nach zum Ziel. Und links und rechts siehst du überall so ganz viel Pixelart von irgendwelchen Videospielen. Mario, Link, was weiß ich. Ja, safe. Solche Level wird es safe geben. Hm. Woohoo! Let's go! Ich mag das große Herzchen. Leider kann ich es nicht sehen, weil die Kamera nicht weiter nach oben geht. Gameplay. Oh mein Gott. Hier ist so viele Hindernisse. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Boah, das ist voll schwer. Alter, ich kann mich gar nicht entscheiden, ey. Boah. Warum kommt da... Was? Ich habe da irgendeinen Pixelart gesehen. Ist das ein Fall Guy? Ich sehe ihn nicht. Ich kann die Kamera nicht nach... Die Kamera geht nicht. Ach ja, die Spongebob-Skins sind gerade wieder im Shop. Außer Spongebob selber. Ist das ein Herz? Okay, kann sein. Whee! Das ist, glaube ich, bisher das langweiligste Level. Ist einfach super basic. Ist einfach, wie hieß das? Wie hieß das normale Level aus Season 1? Das genauso aufgebaut ist wie hier. Mit den Obst, das runterfällt, mit dem Band. Ausweichmanöver. Ja, auf jeden Fall. Ist das hier eine einfache Version davon? Ja. Du willst dich ja nicht spoilern, oder? Hä, lol!
die Figuren, die hier rüberfliegen. Da war eine Maus, eine Hantel, so ein Boxing Glove, so ein Power Button, ja. So ein Haus. Und das Pixel Art, das ist ein Vollgeil. Der hält sich da dran. Das ist cool. Vor allem das Coolste daran ist, du kannst dein Pixel Art auch schräg jetzt hier machen. Ja. Juhu! Ich weiß, das passt nicht, aber ist mir egal. Fröhliche Festung. Also, Bowsers Festung? Eine sehr, sehr fröhliche Festung. Peachs Festung. Düm, düm, düm. Wieso 24 Spiele auf einmal? Das ist immer pro Map unterschiedlich. Du kannst da festlegen, wie viele Spieler das maximal haben kann. Ach, das kann ich festlegen! Ja. Oh. Fortress Prolix. Kannst du halt machen, von 1 bis 40 geht alles. Ein Spieler! Ja, das ist halt ein Singleplayer nur. Könnte man nicht, wenn man nur auf 2 Spieler einstellt, so ein Koop-Level machen? Theoretisch ja. So zwei Wege. Eine muss nach links die Buttons immer benutzen und der andere hat da rechts dann irgendwelche Plattformen, die sich bewegen. Ja, also sobald dann diese ganzen Sachen da sind. Wenn es Redstone gäbe, diese Verbindschnuren. Ja, aktuell ist es ja noch sehr basic. Ja, sehr, sehr basic. Aber wie gesagt, es wird safe noch besser. Ja. Nur jetzt ist es halt sehr mager. Bestimmt neue Sachen hinzu. Oh mein Gott, Mario 64, Bob ums Fortress hier. Das erinnert mich irgendwie gerade an. Da gibt's ja auch ein Level zu, das können wir auch mal spielen. Mhm. Oh mein Gott, ich seh's, DoorDash. Oh nein, nicht die Tür. Der Klassiker. Da kann man auch, hast du gesagt, einstellen, genau, was alles offen ist. Stimmt, kann man nicht auch einstellen, dass alle offen sind? Ja, kann man machen. Ja, dann einfach zum Trollen, so ganz viele von denen, aber alle sind richtig. Und man denkt sich, oh mein Gott, oh nein! Ah. Ja, also bist du eigentlich nur das erste Level schwierig. Ja. Aber vielleicht sollten auch nicht alle schwer sein. Vielleicht sind die anderen einfach nur so, ja, passend zu irgendwas gerade. I don't know. Ich glaube, nur beim ersten stand oben drauf schwierig, oder? Beim anderen stand, glaube ich, was anderes drauf. Ja. Die anderen sind jetzt so eher zum Chillen. Schaffst es, los! Spring! Spring los! Hä? Du musst doch hoch! Du musst den A-Knopf betätigen! Der A-Knopf! Ah! Ja! 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 Hat's herausgefunden! Zum einen, das heißt, dass man hier Kudos farmen kann. Sehr, sehr viel Kudos zumindest im Moment halt. Wegen Challenges, keine Ahnung. Und das heißt, dass ich die Pixelfarbe hab! Wuhu! Dann diese Polybohne finde ich auch lustig, weil von dem kannst du halt die Farbe ändern. Echt? Oh, das ist cool. Ja, der passt sich farblich immer an. Oh, cool. Ich kenne ja schon alle Skins aus der Season, die kommen werden. Ich noch nicht. Aber du hast gesagt, es werden coole Collabs noch kommen. Ja, und es werden auch noch sehr, an sich sehr coole Skins noch kommen. Ja, wenn ich jetzt ein User-Level spielen möchte, wo mache ich das? Wo gebe ich den Code ein? Ganz einfach. Warte, ich gehe erstmal aus der Runde raus. Ach, das kann man nicht zusammenspielen? Doch, kann man. Okay. Warte. Wenn man zusammenspielen will, dann geht man auf Hosten. Ja. Also, nee, du gehst jetzt auf Beitreten und ich gebe dir jetzt den Code. Ja. So, guck, jetzt sind wir zu zweit. Ah, cool. Und jetzt kann man hier Show-Auswahl machen und dann gibt es hier Kreativmodus und dann kannst du da quasi entweder einen Code eingeben oder halt Level, die du schon gespielt hast, werden dann hier auch gespeichert. Also, ich kann jetzt einfach das hier auswählen. Und wenn ich... Fortschritt. Oh, lol. Und wenn ich einen alleine spielen will... Kannst du es auch hier machen. Auch einfach hosten und dann halt einfach im Kreativmodus einfach einen Code eingeben und dann spielen. Okay, auch wenn man nur alleine spielen will, okay. Ja. Warten auf Spieler. Boah, schon zwei haben sich angesammelt. Super Mario. Remake of the iconic Super Mario 64 Level. Can you reach the top? But of course. Warte, ich will mich umschauen. Wir haben ja unendlich Zeit. Ja. Von Starbuild 04. Finalmusik. Es ist immer randomized, die Musik, ne? Ja. Das finde ich ein bisschen schade, dass man keine eigene aussuchen kann. Werden sie vielleicht in Zukunft auch machen, das könnte ich mir gut vorstellen. Kann ich hier cheesen?
Nee. So hoch kannst du nicht springen. Dann musst du schon einen Seitwärtssprung können. Aber Vollgeist können leider nur normal springen. Wow! Die Frumps, guck mal. Warte, warte! Bonk! Warum ist das so lustig? Warte! Wie man uns zum Lachen bringen kann. So simpel. Wait. Ja, ich hab's gerade gedacht. Einfach hier lang. Komm, geh weg. Nein! Ja. Hier ist das Wasser, weil ich schieß mich hoch. Psch. Was sind das für Dinger hier, die so rumfliegen? Das sind die Äxte. Die kannst du auch so drehen und dann als Plattform benutzen. Sind das hier Münzen? Guck, ich sammle eine Münze ein. Rote Münze eingesammelt. Was ist das? Nein! Warte, ich schieß mich hoch. Warte, warte. Das ist ein Trump. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus, als hätte ich das mit dem Smash Bros. Ultimate Stage Builder gemacht. Ja. Oh mein Gott, nein! Warte, warte, Mützi. Guck mal, eine Stampfattacke. Guck mal, ich mach den Kram mit Dunsen. Okay. Das ist ein richtig cooles Level. Wuhu! Ich kann fliegen! Tja. Oh. Did